Na, seid ihr hier, um noch mehr blöde Geschichten über Star Wars von uns aus unserer Jugend zu hören? Dann seid ihr hier richtig. Daniel? Hallo. Das ist eigentlich wie eine Sorry, meine Meinung Folge zum Thema Star Wars, weil wir ungefähr gerade alle Anekdoten ausgraben. 5 Level haben wir noch. Birth of the Rebellion. Ja. Revelation of the Rebellion. Birth of the Rebellion. Nee, Rebel Lion. Ein rebellischer Löwe. Machen wir das erstmal. Die Rebellion. Wo sind wir denn jetzt? Small Rebel Outpost in the Polis Massa System. By the time of the raid on Polis Massa, the men of the 501st were starting to get a little sick of the so-called Rebellion. In the past, we'd secretly enjoyed putting down a local insurrection or two. They kept the troops sharp and the Empire feared. But these rebels were different. They were organized, they were growing, and they were everywhere. The raid on Polis Massa was a perfect example of how things were starting to fall apart. We were supposed to go in, wipe out a small band of rebels, and recover some stolen Imperial plans on an encrypted holodisk. Before we knew it, we were nearly overrun by rebel forces, with the holodisk nowhere to be found. Ja, das Imperium wird schon ein bisschen in die Enge gedrängt. Sagen wir, fangen erstmal mit den normalen Troopern wieder an. All right, man, Lord Vader wants this raid done by the book. Our first objective is the comm center, just beyond this hangar. Kann man sich auch nicht vorstellen, dass Lord Vader Bücher liest. Nee, der weiß doch eh schon alles. Da will er auch noch, dass andere Sachen so gemacht werden, wie es im Buch drin steht. Gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich, Dark Forces ist von 95. Bitte? Hast du mir einfach nicht geglaubt? Nee, doch, aber ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich weiß, dass ich mich mit einem Test zu Jedi Outcast zum ersten Mal bei der GameStar beworben hatte, als Redakteur. Ja. Und dann muss das Spiel aber echt schon eine Weile alt gewesen sein, weil es war, glaube ich, Anfang der 2000er. Und wann ist Jedi Outcast erschienen? Das weiß ich nicht genau. Das wiederum weiß ich nicht genau. Ist nicht Dings 98 erschienen, Jedi Knight? 97. Ach, der 98 ist Mystery of the Sith, oder? Gut möglich, ja. Das war auch ein super Add-on. Jedi Outcast, März 2002, ja, siehst du mal. Ja, da passt es. Da habe ich mich nämlich im Sommer 2002 beworben. Und den Test, den muss ich mal mitbringen. Beim nächsten Star Wars Spiel lese ich den mal vor. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Drohung. Nö. Ist, glaube ich, immer noch besser, hoffe ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber immer, wenn ich den lese, dann verzeihe ich immer diesen jungen Autoren, die jetzt erst das Schreiben angefangen haben. Weil wir haben alle so angefangen. Der Unterschied ist nur, wer dazulernt und wer nicht. Deswegen schreibe ich jetzt auch keine Tests. Ich wollte es sagen. Es war aber auch zu gut vorgelegt, aber ich hätte nicht zusammenreißen können. Nicely executed troops. Now it's time to make our way to the base command building on the far side of the facility. If our intelligence is right, along the way we'll find a rebel holodisk containing some very important plans. Naja, der hat tatsächlich nicht gereicht oder so. Jörg Langer hat sich dann für wen anders entschieden. Oder war es Gunnar persönlich? Ich weiß es bis heute nicht. Ich gebe ja lieber Jörg die Schuld. Weil du Gunnar lieber magst. Weil ich mit Gunnar viel besser klarkomme und überhaupt mit Gunnar noch Kontakt halte und mit Jörg noch nie wirklich Kontakt hatte. Das war auch nicht. Vorstellungsgespräch. Und das war schon angenehmere Dinge erlebt. Ich bin ja hier reingekommen, als es den nicht mehr gab. Und ich habe ihn letztens auf dieser Sony Experience Tour gesehen. Getroffen wäre übertrieben, weil ich habe nicht groß reagiert. Mhm. Mir ist das ganze Zeug ja alles mal total egal. Aber ich war überrascht, er ist kleiner als ich dachte. Also wurde ja schon mal gesagt, dass er recht klein ist, aber ich war überrascht, wie klein er ist. Und, was man eben auch sagen muss, die Leute werden echt nicht jünger. Also man merkt es ja auch an sich selbst, aber wenn man dann Leute sieht, die man noch sehr so von Bildern oder von Videos vor Augen hat, wobei dann Jörg ja so ein berufsjugendliches Gesicht hat. Also ja, er sieht ja aus wie ein alternder Teenager. Teenager, genau, aber du so siehst halt dieses Alternde. Ja. Und das fand ich schon krass. Wo ich dann auch so dachte, naja, jetzt hast du noch 4, 5 gute Jahre und das war's dann. Die Lektion muss. Vor allem steigt dann auch die Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Und dann bist du auch ruckzuck, hast du wieder einen Muskelbündelriss und so. Und dann wirst du irgendwann gar nicht mehr eingesetzt. Auch bitte. An der Schreiberfront. Ja.
drängen dann die Jungen aus den Schreiberakademien. Die sind dann noch hungrig, die haben auch nicht schon alles erreicht, so Jörg. GameStar-Gründung und so. Ja, da wird ja mal viel, geht's ja teilweise emotional hin und her, ist das immer alles Also, der hat schon auch was erreicht, so ist es nicht. Nee, nee, das meine ich gar nicht, aber mir ist das ganze Hochjubeln oder eben nicht, das ist mir immer so egal. Aber ich glaube, da bin ich dann einfach auch zu spät gekommen dazu. Da ich habe das ja alles durch. Mitbekommen und also so diese, die Jörg-Langer-Ära habe ich tatsächlich auch in der Redaktion nicht mehr mitgekriegt. Man hört ja immer nur davon, wenn die Leute dann wieder Weinkrämpfe bekommen und so. Ja. Aber so die, oh, schau mal hier, hat sich den Werdegang der GameStar, den habe ich schon sehr genau verfolgt, deswegen gibt es auch tatsächlich heute immer noch so Momente, wo ich mich immer noch wundere, dass ich tatsächlich hier irgendwie gelandet bin. Ich habe das gar nicht gehabt. Also ich habe mich ja, klar, ich habe die GameStar auch so ein bisschen gekauft und gelesen. Ich hatte die, jetzt heißt Holodisk. Ich habe aber auch die PC-Player und also alles, was es damals, ich habe in der Regel jeden Monat so 3-4 Hefte gekauft. Ja, ich ja auch. Und die GameStar war mir immer die Liebste. Ich hatte keinen Liebstes. Also ich hatte da nie eine emotionale Verbindung auch mit den Leuten nicht gehabt. Gut, da kannte ich die auch alle noch nicht. Nee, aber auch so von wegen, ja, dann sind sie auf der CD lustig und so und da machen sie irgendwas anderes. Das hatte ich alles nicht. Ich wollte einfach nur die Infos haben und zack, fertig, aus. Der Rest war mir immer egal. Und dann hatte ich mich ja durch totalen Zufall hier beworben. Und ursprünglich war ja, das habe ich auch schon wahrscheinlich tausendmal erzählt, die Bewerbung war ja eigentlich bei Jager. Ja, ja. Und einen Satz umgeschrieben, hierher geschickt. Und ich kannte ja eigentlich keinen. Also... Das war auch alles so, oh ja, Gott, mach mal was anderes, Studium ist langweilig, komm, mach mal irgendwas. It'll take time to realign the comdish and transmit the data from the holodisk. You'll have to hold off the rebels until the transmission is complete. Lernt draus, lernt was Anständiges, sonst müsst ihr in so einem Laden hier arbeiten. Müsst ihr einfach Videospiele ganzen Tag nur spielen. Ja. Und das will keiner. Vor allem, wenn man dabei nicht besser wird. Was soll ich denn jetzt machen? Ich soll das, glaube ich, nur verteidigen, oder? Nur, sagt er. Obwohl ich tatsächlich, also vorhin erst wieder, als wir waren vorhin kurz im Supermarkt, Kaufhalle darf man ja nicht sagen, weil es ja keiner versteht, im Supermarkt, und da dachte ich auch wieder, ich bin dann doch irgendwie ganz froh so über den Job, den ich habe. Also, da war eine Dame, die die ganze Zeit Sushi gemacht hat. Und ich dachte halt so, den ganzen Tag den Sushi da rollen, das ist ja auch langweilig. Ja, es gibt aber auch was Schlimmeres. Ja klar, es gibt aber also ich habe halt so überlegt, okay, wenn du da so stehst, dann machst du einen Sushi. Und dann denkst du ja auch über irgendwelche Sachen so nach. Ich glaube, ich würde gekloppt werden, wenn ich den ganzen Tag nur über irgendwelche Sachen nachdenken würde. Ich schaff's ja schon zu Hause immer nicht. Ich muss ja immer irgendwas gucken oder irgendwas laufen haben, damit ich nicht anfange, über irgendwelche Sachen nachzugrübeln. Weil ich da bekloppt bei werde. Den ganzen Tag Sushi rollen und über irgendwas nachdenken zu können. Ich frage mich da immer bei diesen bei den richtig miesen Jobs, also Sushi rollen, das kann man ja, weiß ich, schon aushalten, glaube ich. Ja, ja klar, aber es ist jetzt, um Gottes Willen, ist jetzt nicht irgendwie Sklavenarbeit in der Mine oder sowas. Aber es gibt zum Beispiel diese Leute, die in London die Kanalisation, London hat ja ein Problem in der Kanalisation, nämlich, dass sich gerade zur Weihnachtszeit das ganze Fett von den Weihnachtsgänsen, was in die Abspülbecken gekippt wird, dass sich das mit den, sagen wir mal, also mit der Scheiße von den Leuten in der Kanalisation zu so riesengroßen Scheiße-Fettklumpen verklumpt. Also die sind riesengroß und die müssen da entfernt werden. Ja. Und da gibt es Leute, die machen das. Aber ist das nicht wie Müllabfuhr, dass das sehr gut bezahlt ist? Das weiß ich nicht. Ich hoffe es ehrlich gesagt, weil das, wenn das nicht so wäre, dann wäre das extrem unfair. Weil ich frage mich, warum man das macht, ob man dann nicht doch lieber stempeln geht, ehrlich gesagt. Oder ob man da wirklich so viel, hast halt Pech gehabt und hast halt eine große Familie und bist alleinerziehend und so. Dass du den Job halt annehmen musst, aber du hast ja normalerweise, oder ist es in England anders, hast ja doch immer noch so ein bisschen die Wahl. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Job, da würde ich mir echt, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Also ich glaube, das wäre halt cool, wenn es vielleicht kannst mal jemand schreiben, der das jobtechnisch macht. Aber ich glaube zum Beispiel in Deutschland, wenn ich das richtig mal gehört habe, so klassisch Müllabfuhr, was ja auch ein Job ist, wo man jetzt im ersten Moment denken würde, oh, das ist ja total doof, das stinkt ja den ganzen Tag und die ganze Zeit so mit Dreck arbeiten. Aber ich glaube, die werden eben auch sehr gut bezahlt. Also öffentlicher Dienst, oder? Die streiken auch gerne mal und die kriegen dann auch ist oft... Das Öffentliche, das ist doch alles privatisiert inzwischen. Müllabfuhr. Ey, klar, da kommen sie jetzt alle. Müllabfuhr doch nicht. Ja. Das ist viel mehr öffentlicher Dienst, als man denkt. Echt? Das wüsste ich nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Das Bittere im öffentlichen Dienst ist ja eher, dass man denkt sich zwar immer, also im Gegensatz zu uns, die wir ja keine Gewerkschaft haben oder so, was teilweise Leute für Lohnerhöhungen kriegen, wenn sie nur drum kämpfen mit Streiks. Mhm. Und dass sie halt einfach ihre Gewerkschaft haben, die für einen irgendwelche Lohnerhöhungen erkämpft oder irgendwelche Arbeitszeitverbesserungen oder so. Das ist ja wiederum der Nachteil an so einem Job wie unserem. Sowas gibt es natürlich alles nicht. Ja, theoretisch schon, aber ich habe schon lange nicht mehr vom letzten Journalistenstreik gehört oder Let's Player-Streik. Weil wir einfach viel zu wenig Geld kriegen für das, was wir hier machen. Computerspiele für Geld. Ah, oh, wer ist denn er? Ferdinand. Der war so ein Katzenhaini, oder? Ja gut, okay, beim Let's Playen, da muss ich jetzt nicht unbedingt mehr Geld kriegen. Nee, natürlich. Weiß auch nicht. Aber so jetzt für den normalen Job, da ist jetzt nicht so, dass da. Also damit muss man dann leben. Also da sind alles keine Jobs, mit denen man reich wird. Macht Spaß, aber wer da hofft, da irgendwie das große Geld mitmachen zu können. Dann werdet lieber Banker. Dafür ist es dann im Spaß dann nicht mehr ganz so weit hergeholt. Es sei denn, euch macht Banking Spaß. Dann ist natürlich super. Online-Banking macht mir Spaß. Naja, das ist halt den Preis. Ja, oder Berater werden. Oh ja, sowas. Wenn man nicht gerne daheim wohnt oder wenn man überhaupt auch nicht gerne regelmäßig Menschen trifft, dann. Also die gleichen Menschen. Boah, die kommen aber auch immer alle in so einem Riesentrupp und dann kannst du nichts machen. Da, wenn du jetzt halt ein Lichtschwert hättest. Ja, das stimmt. Da ein Lichtschwert hättest, dann geht es dir gut. Gähe es dir gut. Aber noch hast du einen ganz guten Trupp beieinander. Order 66. Da kommst du echt vom 100. ins 1000. Ja. Der andere Test war übrigens Dungeon Siege 1, der sich voll überbewertet hatte. Das habe ich nicht sehr lange gespielt. Das war ja sehr gut bewertet. Selbst. Aber ja, da ist irgendwann war ich so, was. Geht's hier eigentlich um irgendwas? Nee. Ach, ist da was, dann lasse ich das. Dungeon Siege 3 habe ich letztens mal ein bisschen gespielt, weil es eins der wenigen Action-Rollenspiele auf Konsolen ist, was man mit dem Gamepad spielen kann. Gerade so in diesem Diablo 3-Rahmen. Mhm. Und ich bin dann so ein Typ, statt Diablo 3 zu spielen, probiere ich erstmal alle anderen Spiele aus, die so in die Richtung sind. Kauf mir dann Torchlight 1 und kauf dann Dungeon Siege und habe dann keine Zeit mehr, um das richtig Gute zu spielen. Ich glaube, dass Dungeon Siege 1 bestimmt das besser geschriebene Spiel ist als Diablo. Also, das ist von Obsidian, oder? Die können doch was. Also, das können sie doch. Also Dungeon Siege 3 meinst du jetzt? Meine ich jetzt, ja, sorry. Ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass es sich ewig fesselt oder irgendwie sonderlich. Also, so richtig gepackt hat es mich jetzt auch nicht. Oh, hier geht's voll ab. Achtung. Da gibt's auch ein Level in Jedi Outcast. Wo es abgeht? So ein Minenlevel mit Stormtroopern. Das ist, glaube ich, das erste, wo du tatsächlich gegen viele Stormtrooper antrittst. Ah, Mist. Die Dark Trooper sind. Ich setze wahrscheinlich falsch ein, aber die sind da jetzt gar nicht unbedingt so das Ideale. Ich bleib beim normalen Sturmtruppler, mit denen komme ich da an der Stelle, glaube ich, besser klar. Das ist der Weg nur irre weit. Das ist so eine Art Mondbasis, oder? Kann das sein? Ja. So ein bisschen, wenn man sich so rausguckt, so ein bisschen so aus. Ist auch so, nee, du kannst ja einfach stehen bleiben. Passt schon, ne? Also, wir haben hier das Krieg und so, Ansturm, aber bleib da bitte stehen. Vor allem, wenn es schon so ein System ist, wo du eigentlich Leute zurückdrängen musst immer. Ja. Ach, guck mal, hier gibt's schon Frauen. Ach, das sind also diese sogenannten Frauen. Die kennt man aus Film und Fernsehen. Du schießt jetzt eine Rakete an. Das war auch ein bisschen nackte Kanone mäßig aneinander vorbeigelaufen. Hab ich eigentlich. Nee, ich hab, als Sturmtruppler habe ich nicht so ein. Eine Klasse hat doch ein Dings bei der Scharfschütze, oder? So ein Turret. Der Engineer. Nee, das war der Scharfschütze. Ja. Oder was, der Engineer? Ach, der Scharfschütze. Nee, doch, der Scharfschütze, weil der schützt sich, ja. Genau. Oh ja, Bagdad-Tank. Ja, warst du nicht auch Redaktionspraktikant? Genau, ich bin hergekommen, war Redaktionspraktikant. Eigentlich war das halt nur so gedacht, ja, ich mache halt so. Nee, das ist einfach Unsinn. Warum gucken sie denn stehen rum und gucken in meine Richtung? Das ist irgendwie deren Boss, deren Jedi-Typ, ne? Hatte mich auf die Redaktion beworben. Und hab das ganze Praktikum noch in der Redaktion gemacht. Aber wenn du Praktikant warst, musstest du dann noch keinen Probetext abliefern? Doch, oder? Doch, ich habe auch Probetext abgeliefert, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Keine Ahnung.
Das waren auch größtenteils, glaube ich, Texte, die gar nicht unbedingt was mit Spielen zu tun hatten. Das waren aus der normalen Arbeit halt Texte. Achso. Die hatte ich abgeliefert. Die Idee war ja eigentlich nur gewesen, ich war halt echt so frustriert vom Studium und so richtig Bock auf den normalen Job hatte ich auch nicht mehr. Ich bin ein bisschen über war nach 4 Jahren, wo ich es heute sehr vermisse eigentlich. Und dann dachte ich halt so, ja, mach's halt so ein halbes Jahr lang was anderes. Was? Bitte? Sind wir dir jetzt nicht mehr gut genug? Willst du lieber wieder zu Springer oder was? Was heißt mehr? Was heißt nicht mehr? Also ja, bitte. Stimmt. Nee, aber es war halt schon ein cooler Job. Also war irgendwie 2-3 Mal die Woche in Konzerten oder im Kino oder in irgendwas Theatervorstellungen. Das war schon. Dann immer die Karten abreißen und so, war schon nicht schlecht, glaube ich. Das hatte was. Nee, und ja, das hat halt ein bisschen. Nach einer Weile war es dann aber auch so ein bisschen nur noch anstrengend. Man weiß ja bei sowas, also ich war ja auch viel zu jung für sowas, man weiß ja das gar nicht zu schätzen. Also ich weiß noch genau, dass ich das oft nicht zu schätzen wusste. Kann ich rausfahren? Cool. Nur ist hier draußen keiner. Ich glaube, du musst erst den Boss gerade machen. Wie gesagt, vieles davon hat sich ja dann immer wie Arbeit angefühlt, weil es ja dann auch irgendwie ein bisschen Arbeit war. Aber wenn ich das heute alles machen könnte, wäre ich ja so happy. Aber das merkst du halt in dem Moment nicht, wo du da. Ich glaube, du musst das Ding nicht zerstören. Ja. Rebel Data Bank. Daneben. Ja. Ach, guck mal, jetzt wirft auch mal jemand anders gerade. Ja. Diese Deppen, ey. Aber ich mache ja fröhlich mit. Ja, und dann ging es hierher. War eigentlich nur ein halbes Jahr geplant. Und wann ist es jetzt rum? 8 Jahre später sitze ich hier immer noch. Oder 7. Es ist Zeit, auf diesen dreary Rock. Die bad news ist, die Rebels haben over the Hangars. Dann sind es aber 7. You'll have to fight our way out. Also 7 sind es auf jeden Fall. Jetzt sind sie bei mir schon 8. Aber als ich da war, da warst du noch nicht da. Dann sind es bei mir 7. Ich nehme mal den Panzer. Ach guck mal, jetzt haben wir den. Oha. Wie denn das? Vielleicht erstickten die draußen. Och nö, wofür haben sie denn das hier auf? Das wäre ja albern. Damit sie entmenschlichter sind. Aber ich muss eh darum. Ist also gar nicht so schlimm. Hey, Zeit vergeht dann echt schneller als man denkt. Das Komische ist ja, ich fühle mich hier trotzdem oft immer noch so, naja, ich bin ja noch einer von den Anfängern, ich mache das ja noch nicht so lange. Ich habe trotzdem immer noch total oft das Gefühl. Und dann sehe ich irgendwie junge Kollegen und denke so, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, das geht mir auch noch so. Dann merken die eigentlich, dass ich das kann. Keine Sorge. Haben sie schon. Haben sie schon. Traut sich noch keiner was zu sagen, weil ich so groß und stark bin. Sagst du es ihm? Nee, ich weiß nicht. Komm, ein guck Jahr noch. So, der guckt immer so. Na komm, fies. Noch ein Jahr. Ach, der geht doch bestimmt von selbst. Na, Chewie? Hello. Der ist doch schon so verliebt. Den haut's doch eh bald um. Ha! Pass auf, da stehen noch ein paar so Wollknäuel. Knäuli. Ja, Chewbacca unter den Chewies. Ha! Ich glaube, das war's. Achso, nee, muss er noch. Muss er noch einnehmen. Na gut. Oh, fuck, warte mal. So. Ach nee, ist ja auch ein Reparatur-Droid. Nee, mal benutzen. Möglicherweise benutze ich das Ausweichen dann trotzdem total selten. Our raid is a success. And even though the holodisk didn't have the plans we're looking for, it will lead us to someone who does. Das ist der Boss. Botaner waren es, die mit den Plänen. Ach, nicht stimmt. Batarianer. Ja, ja. Batarianer waren das nicht die von Mass Effect? Viele Botaner haben ja erleben gelassen. Schön, dann wissen wir jetzt auch, wie die aussehen. Even though the Polis Master Raid was only a partial success, we finally had a lead on the whereabouts of the Death Star plans, which suited the 501st just fine. Cool, hätten wir das auch geschafft. In der nächsten Folge schaffen wir den nächsten Level auch im ersten Versuch. Euch wird der Kopf platzen. Mal schauen. Tschüss. Bis dann.